So, zweiter Teil. Was ist, wenn das anders aussieht? Nochmal kurz zum Erläutern. Beispiel, wir sagen, gegeben ist dieses Dreieck wieder, wie üblich, HPQ und so weiter und so fort. Und es ist A gegeben. Ich gehe mal auf eine andere Art ran. Das seien 5 cm und P seien 4 cm. So, jetzt. Achtung, ich highlighte das Dreieck mal. Dann kann ich Folgendes machen. Dann habe ich hier nämlich, hier drin, auch ein rechtwinkliges Dreieck liegen. Wobei gilt, achso, und wie üblich gesucht ist der Rest, ne? Also alle anderen Seiten und Möglichkeiten, Höhen und so weiter. So, jetzt habe ich folgende Lösungsmöglichkeit. Jetzt kann ich sagen, ich mache das mal in der Farbe. Ich kann sagen, das pinke Dreieck, da ist A die längste Seite, also die Hypotenuse. Also kann ich sagen, statt C Quadrat ist A Quadrat plus B Quadrat, mache ich es hier jetzt mal konkret mit den Buchstaben. Ich sage also, es muss gelten für dieses Dreieck, a Quadrat muss sein p Quadrat plus hc Quadrat. Ich schreibe jetzt mal h Quadrat der Einfachkeit halber hin. Jetzt kann ich einen setzen und kann sagen, ich nehme wieder die Tippeltappeltour. 5 mal 5 sind 25, Zentimeter mal Zentimeter, Quadratzentimeter ist gleich p, also 16, ne, p mal p Quadrat, Quadratzentimeter plus h Quadrat. Wenn ich hier abziehe, damit h Quadrat alleine steht, minus 16 Quadratzentimeter, dann steht 25 minus 16 ist 9 Quadratzentimeter ist gleich h Quadrat. Ich möchte aber das h haben, also ziehe ich die Wurzel. Daraus die Wurzel sind 3 Zentimeter und hieraus die Wurzel ist h. Gut, hätten wir das schon mal. Können wir das highlighten und können sagen, prima, h haben wir auch. Jetzt haben wir also die Seite a, die Seite p und das h haben wir auch schon. Schön. Jetzt kann ich weitermachen, kann sagen, na gut, wenn ich das schon habe, jetzt müsste ich das ja auch überprüfen können mit einer Probe. Ich mache das mal spaßenshalber. Und zwar jetzt wieder unser normales Dreieck, also das, ich meine jetzt unser großes pythagoreisches Dreieck, ne, wie wir es kennen, das große, was ich jetzt gerade mit Blau vorsichtig nachgemalt habe. Jetzt müsste ja hier der Kathetensatz gelten, der ja heißt, a Quadrat ist gleich p Quadrat mal c, ne? Ist gleich p mal c oder c mal p. Und da ich ja q noch nicht habe, aber sich q aus p und c zusammensetzt, bin ich hier eigentlich ganz gut bedient, denn ich habe a und p nochmal gehighlightet. Ich habe das a drin und das p drin. Das h interessiert mich nicht, aber ich kann jetzt durch Umstellen c ermitteln. Geht wunderbar. A Quadrat sind 25 Quadratzentimeter. Hat man schon gesagt. P sind 16 Quadratzentimeter. P, Entschuldigung, sind 4 Zentimeter. Jetzt natürlich nicht quadrieren. Mal C. Wenn ich jetzt durch 4, oh, das wird knapp, durch 4 Zentimeter teile, dann habe ich 25 Viertel Quadratzentimeter durch Zentimeter ist gleich C. Das ist günstig. Hier kürzt sich es wieder raus, bleibt Zentimeter übrig, hier bleibt eine 1 stehen. 25 durch 2 wären 12,5, nochmal durch 2 sind 6,25 Zentimeter C. Jetzt weiß ich, da sich aber P, also C insgesamt, 6,25 Zentimeter. Jetzt sieht man, 4 Zentimeter sind da noch, also muss Q 2,25 Zentimeter sein. Ne? Dann Q und P zusammen müssen wieder 6,25 cm ergeben. So kann man also hier weitermachen. Und jetzt ergibt sich das wieder. Jetzt habe ich C, jetzt kann ich mit Q und C kann ich B Quadrat ausrechnen, dann die Wurzel ziehen, kann ich B ausrechnen. Zum Schluss kann ich nochmal zurückgehen. Also Q ist fertig. Schön. Jetzt gehen wir an den Kathetensatz ran. B Quadrat ist gleich Q mal C. Machen wir das b Quadrat. Jetzt werde ich das mal mit Taschenrechner vormachen. Q war 2,25 cm. Ich möchte jetzt mal nicht mit Brüchen arbeiten. Und C ist 6,25 cm. Das tippen wir mal ein. 2,25 mal 6,25. Das sind also b Quadrat. Na, was hatte ich gesagt? 14,0 0 625, pardon,
6, 2, 5 Zentimeter mal Zentimeter, Quadratzentimeter. Hier raus die Wurzel gezogen, bedeutet das. Das machen wir gleich wieder mit dem Taschenrechner. Wir ziehen also aus dem Zwischenergebnis, lassen wir stehen, wenn wir können, und ziehen gleich die Wurzel, haben wir b ist gleich 3,75 cm. 3,75 cm. Wunderbar, ist das Thema auch erledigt. So, jetzt müsste ja Folgendes gelten. Jetzt gucken wir nochmal, was haben wir ermittelt. Also H hatten wir, C hatten wir, B hatten wir, A hatten wir. Hier kann ich das B mit anstreichen. Die Seite, die Seite, die Seite und C, ne, auch hier C hatten wir auch. Jetzt müsste ja Folgendes gelten. Jetzt kommt die Probe. Ich schreibe einfach Probe hin. Jetzt muss ja, weil wir mit dem noch gar nicht gerechnet haben, mit dem Satz, mit dem Hauptsatz, da war es hier, c Quadrat ist a Quadrat plus b Quadrat. Jetzt muss das ja auch gelten. So, und das probieren wir jetzt auch gleich aus und sagen, eieiei, das sagen wir nicht. Der Computer geht ein bisschen langsam. Also, c Quadrat muss sein a Quadrat plus b Quadrat. Wenn das gilt, haben wir alles andere richtig gerechnet. C Quadrat, c sind 6,25. Also 6,25 cm in Klammern zum Quadrat müssen a, was hatten wir? A war glatt 5 cm, ne? Also 5 cm in Klammern zum Quadrat sein plus b Quadrat. B Quadrat wissen wir schon, können wir gleich direkt hinschreiben. A Quadrat können wir eigentlich auch schon hinschreiben. Wir müssen bloß noch das c quadrieren. Na, also. A Quadrat geht leicht, sind 25 Quadratzentimeter. Achtung, andere Schreibweise. Hier habe ich schon quadriert. Hier muss ich es noch links. Plus B Quadrat waren 14,0625 Quadratzentimeter. So, jetzt rechne ich den Kram zusammen. Die 25, das müssen also 39,0625 Quadratzentimeter gegeben und das tippe ich mal ein. 6,25 mal 6,25. 6,25 mal 6,25. Das ist ein sehr einfacher Rechner. Ich weiß gar nicht, ob der Quadrat hat. Und siehe da, 39,0625 steht da auch. 39,0625 Quadratzentimeter natürlich. Da das richtig ist hier, das blau eben unterstrichene, kann ich sagen, jawohl, die Probe hat funktioniert. Häkchen dran. Ich habe alles andere richtig berechnet. So, ich werde dann. Ich muss mich nochmal um den Computer kümmern, weil der langsam geworden ist. Ich werde dann nochmal auf den Sonderfall eventuell eingehen. Muss ich mal sehen. Der steht dann hier. Wenn hier nichts steht, ist kein Sonderfall da. Ich schließe das Video ab.